Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Falls Sie mich noch nicht kennen sollten, Schwed Josef mein Name, immer noch Kompanieordonnanz bei Oberleutnant Lukasch. Wissen Sie, ich habe mir was überlegt und das muss ich Ihnen erzählen. Als wir damals zum ersten Mal in eine Schlacht geraten sind und einen Sturmangriff auf die Russen gemacht haben, da hat doch so ein Russ direkt auf mich gezielt und geschossen. Und als ich dann heran war, da hat er sich ergeben. Und was tue ich in meiner Wut? Was hätte ich denn machen sollen? Ich kann ihm doch nicht erstechen. Ich habe ihn ja überhaupt nicht gekannt. Und da habe ich ihm ein paar über die Kuschen gegeben und ihn einen Fußtritt versetzt, dass er nur so geflogen ist. Direkt in die Gefangenschaft. Und jetzt tut es mir eigentlich ein bisschen leid. Denn vielleicht hat er mich gar nicht treffen wollen. Vielleicht war er überhaupt kein Soldat. Vielleicht war er ein Bauer oder ein Handwerker, irgendein Zivilist halt, so wie ich. Und man hat uns beide als Soldaten verkleidet und in den Krieg hineingeschickt. Ihn für den Zaren und mich für unseren gnädigen Herrn Kaiser. Und ich hätte sagen müssen, Kamerad, du hast mich leben lassen, dank dir schön. Und dafür lasse ich dich jetzt auch leben und alles Gute in der Gefangenschaft. Naja. Und wie ich dann so weitergelaufen bin, da hör ich doch plötzlich eine Granate kommen. Sie können sich erinnern, wie das ist so. Und ich bin hinein in den nächsten Granattrichter und wer liegt drinnen? Mein Kamerad, der dicke Ballon. No? Hat ausgeschaut wie tot, aber nein, er war gar nicht tot. Wir haben zusammen was gegessen und haben uns sehr gut unterhalten, haben so ein bisschen geplaudert und wie die Schlacht dann zu Ende gegangen ist und sie zum Sammeln geblasen haben, da sind wir raus aus dem Trichter und übers Schlachtfeld gegangen Richtung Hornsignal. Aber man hat sehr Acht gemessen, weil überall war so zerrissener Stacheldraht und solche Sachen. In eine Falle gelockt. Das war ich. Ich möchte an den Trigger angekommen sein. Also, dass du einmal fällst, dazu brauchst du gar keine feindliche Kugel. Das erledigst du dir selber. Du bist so ein Trottel. Komm. Ah! Ah! Ui! Oh! Du hast mich getroffen. Na, schau nicht so blöd! Nimm dein Verbandsbackel und verbind mich und glotz dich wie eine Kuh. Ich kann kein Blut sehen. Hast mich nicht in den Arm treffen können? Gib die Wurst weg, verfressener Fallotto. Beschimpf mich doch nicht. Im Lazarett werden sie dich ja herausfinden. Du hast es ja selber gesagt. Oh, was wird unser Herr Kaiser auf dich sagen, dass du seine eigenen Soldaten in den Hintern hineinschießt? Also ich möchte nicht in deine Haut stecken. Das wirst du doch niemand sagen. Ich bin doch dein guter Freund. Hab keine Angst, Ballon. Ich werde dich schon heraushauen. Ich werde sagen, ein russischer Scharfschütze hat mich erwischt. Und du hast ihn umgelegt, bevor er ein zweites Mal hat schießen können. Weil Kameradschaft ist was Erhabenes, wie es in vielen alten Soldatenliedern heißt. Die Kameradschaft ist größer als der Tod. Und größer als ein Loch im Hintern. Wir kommen! Wirst du aufstehen können? Ich weiß noch nichts. Soll ich da helfen? Ja, hilf mir, Ballon. Hilf mir. Ah, oh Gott. Rede. Es tut mir leid. Gut ist gegangen. Ich danke dir, Chef. Vergessen, dass er kein Blut sehen kann. Sanität! Sanität! Wir kommen! Sanität! Sanität! Wir kommen! Sanität! Also, Kamerad, jetzt heißt es Abschied nehmen.
Mich werden sie zum Verbandsplatz tragen und du kannst zur Kompanie laufen. Was ist mit dir? Schau mich an, wie ich ausschau. Da. Der hier, der röchelt noch. Vielleicht können wir noch retten. Los, fass an! No, da werdet ihr staunen. In Smichow hat es einen Schneider gegeben, einen gewissen Quaplicek. Und der hat sich einmal einen Bruch gehoben. Vorsicht, vorsichtig doch. Na, nein, ist er so der Gewicht. Siehst du Blut irgendwo? Na. Du kannst warten. Ich holen wir später. Lass ihn nicht fallen, Vorsicht. Setz ihn noch mal ab. Vorsicht. Ah. Hoffentlich pumpen sie dir den Magen aus. Du verfressener Schweinkerl, oh. Du! Ruck! Meine Herren, hier weht jetzt ein anderer Wind. Unter meinem Amtsvorgänger sind Schlappheiten eingerissen, die ich nicht dulden werde. Ich nicht. Ein jeder von Ihnen haftet mir mit seinem Kopf. Für die Sicherheit der Monarchie und unseres gnädigen Herrscherhauses. Auch hier in Prag. Dass sich mir beim Besuch seiner Majestät keiner durchs Spalier drängt mit einer Petition. Wir sind hier nicht in Sarajevo. Alle Subjekte, die zu einem solchen Delikt fähig sind, werden sofort eingesperrt. Sieh da. Verhaften Sie sofort alle Scherenschleifer. Na, schauen Sie nicht so blöd. Wer ein solches Gewerbe hat, schleift auch Messer. Ich verstehe schon, Herr Polizeichef. Aber das kann ich nicht allein. Dann machen Sie halt Überstunden. Denken Sie an unsere Soldaten an der Front. Die können sich auch nicht aussuchen, wie lange gekämpft wird. Jetzt muss jeder her, jeder. Wo ist eigentlich dieser Detektiv Brettschneider? Den habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Sehen Sie nach, ob er im Haus ist. Jawohl. Wen sollen wir noch in Haft nehmen? Also, meine Herren, lassen Sie sich doch auch mal selber was einfallen. Da ist der Droschkenkutscher Svoboda zum Beispiel. Der hat vor Jahren in einer Tombola im Schwarzen Breihaus eine Gipsbüste unseres geliebten Monarchen gewonnen. Hat auf ihr Wohl getrunken und lange Reden mit ihr geführt. Bis er am Ende den Kopf abgeschlagen und in die Herrentoilette geworfen hat. Sofort in den Arrest mit ihm. Danke. Man müsste von die Fenster zur Straße zu alle Blumentöpfe entfernen, damit nicht vielleicht einer seiner Majestät auf den Kopf fallen möchte. Richtig, und es könnte ja auch eine Bombe drin versteckt sein. Das machen Sie, lieber Knotek. Also, meine Herren, an die Arbeit. Avanti, avanti. Wenn unser Kaiser nur wüsste, was er mit seinem Besuch der Staatspolizei für Arbeit macht. Herein! Morgen, Herr Polizeichef. Entschuldigen Sie bitte vorhin, aber so viele Akten zum Aufarbeiten. Es freut mich, Sie bei so guter Gesundheit zu sehen, Herr Brettschneider. Ich habe schon gefürchtet, Sie könnten vielleicht seit Wochen auf dem Tod da niederliegen, da Sie nichts, aber auch gar nichts gebracht haben, seitdem ich im Amt bin. Ich habe mir alle Mühe gegeben, aber die Leute sind so vorsichtig geworden. Und die, was früher das Maul aufgesperrt haben, die sind jetzt entweder eingesperrt oder an der Front. Dann müssen Sie vielleicht auch an die Front, lieber Brettschneider. Aber ich kann nicht, ich bin doch als Staatsbeamter in der Heimat wertvoller. Sie brauchen nicht für Ihr wertvolles Leben fürchten. Sie sterben höchstens einmal mit einem Messer im Rücken. Sehr gut. Wo soll ich denn eingesetzt werden? Überlegen Sie mal. Da stürmt einer mit Begeisterung auf Schlachtfeld und dann reißt ihm eine Granate nur vielleicht einen Arm ab. Oder einen Fuß. Und er liegt viele Wochen mit Kameraden zusammen, die es genauso erwischt hat. Da könnte einem doch die Wut hochkommen über die Monarchie und über den Krieg. Und da fällt vielleicht auch das ein oder andere böse Wort über das Herrscherhaus. Im Lazarett
Da ist jetzt die Brutstätte für Verrat am Vaterland. Da müssen sie die Ohren spitzen. Aber wer aus Prag ist, der wird mit dort kennen. Da müssen sie sich halt was einfallen lassen. Dafür werden sie ja schließlich bezahlt. Ihr geht mit dem Pferdefuhrwerk nach Sanok zum Depot und fasst Verpflegung für die Kompanie. Da, los. Hallo, Dritte, bitte melden. Gefechtsstand ist da drüben, in der Kirche. Vierte, Regimentsstab, hört ihr mich? Melde gehorsamste Oberleutnant, dass sich nichts rührt. Warnig, schicken Sie den Störtrupp hinaus, die Leitung kontrollieren. Jawohl. Wo steckt denn eigentlich der Schweg? Der Schweg ist noch nie verloren gegangen, der Oberleutnant. Der wird immer wieder zur Kompanie zurückfinden. Melde gehorsamste Schweg. Was ist ihm was passiert? Ist er am Ende gar gefallen? Melde gehorsamst das, ja. Direkt vor meine Augen ist er gefallen und ich bin auch gefallen. Reden Sie keine Blödsinn, Sie Ochse! Machen Sie einen anständigen Rapport, Sie KW! Melde gehorsamst, Soldat Schweg unterwegs zum Lazarett. Schuss durch beide Backen, Gesicht unverletzt. Der erste Tapfere unserer Kompanie, der sein Heldenblut fürs Vaterland vergossen hat. Redlich scheint die Morgensonne, unverwundet liegt der Sohn, liegt dort auf dem Feld der Ehre und sein Herz verblutet schon. Meine lieben guten Eltern, könntet ihr mich liegen sehen? Wie ich hier im Blute liege, werdet ihr vor Schmerz vergehen. Kommen Sie überhaupt nein? Können Sie nicht lesen? Scherzen Sie sich hinaus? Ich habe mit Ihnen zu sprechen. Dienstlich. Keine Zeit. Wir erwarten einen Transport mit Schwerverwundeten. Sie werden schon Zeit haben. Nanu? K&K Staatspolizei? Hören Sie, mein Gutster. Wir gehören zur deutschen Armee. Wir sind ein königlich-sächsisches Feldlazarett und Sie haben hier gar nichts zu suchen, Herr. Herr Brettschneider. Seltsame Dienstauffassung, Herr. Stabsarzt Dr. Sommerlatte. Man wird sich doch noch einen kleinen Scherz erlauben dürfen. Tausende opfern ihr Leben und ihre Gesundheit fürs Vaterland und Sie? Sie halten hier Reitstunden ab. Kann ich vielleicht irgendwas für Sie tun? Ich meine, vielleicht haben Sie Appetit auf was Bestimmtes. Holen Sie mir einen Kaffee. Und Sie auch. Mir auch einen Kaffee. Was wollen Sie eigentlich hier? Ist das vielleicht eine Inspektion, Herr Brettschneider? Sie befinden sich in einem deutschen Feldlazarett. Ich interessiere mich nur für Tschechen, die hier eingeliefert werden. So, so. Bleiben Sie länger? Glaub schon. Ich werde Ihnen ein nettes Stabsoffizierszimmer herrichten lassen. Nein. Ich will ein Bett im Krankensaal, wo die tschechischen Verwundeten liegen. Und Sie halten den Mund, verstanden? Darauf können Sie Gift nehmen. Natürlich. Kopfverletzung. Kommt auf die P-Station. Wir werden Sie schon gesund machen. Zimmer 16, bitte sehr. Wir geben Sie mal einen Begleitschein her. Jugenddeutsches. Ach du Donnerwetter.
Und was sie jagen. Und die Tschechen? Kommt aus Salzim. Da werden unsere Doktors wieder mal die Nacht zum Tag machen müssen, die armen Lulosch. Der nächste, bitte. Rechter Oberschenkel, Österreicher. Saal 3. Der nächste. Noch ein Österreicher. Granatsplitter in der Wade. Ja, Schwester, ja? Geht in Ordnung. Danke. In 4 Wochen, da huppen sie wieder rum wie ein Karnickel. Da kennen sie wieder an der Front. Sagen Sie, Schwester, wie viel kriegen wir eigentlich noch rein? Das ist der Dank des Hauses Habsburg. Nie wieder werde ich richtig laufen können. Dafür scheiße ich dem Kaiser auf seinen gottverdammten Krieg. Habe ich nicht recht? Wir haben gute Zeiten gehabt, unseren Kaiser. Müssen wir die Sattel holen. Geh, Österreich ist doch durch und durch verfault. Wir müssen nur hineinstoßen und alles fällt zusammen. Ja, halt lieber dein Maul. Du redst nur um den Kopf. Recht hat er, ich werde auf keinen Russen schießen und auf keinen Serben. Bravo! Recht hat er. Ja, was ist denn hier schon wieder los? Sitzt hier nicht rum? Marsch in eure Betten! Da drüben liegt er. Hey, Ihre Krücken! Wo wollen Sie denn hin? Drehen Sie sich um. Verzeihen Sie, meine Damen, dass ich Ihnen widerspreche, aber da möchte ich schreckliche Schmerzen bekommen. Na, wo steckt denn die Kugel? Im Rücken. Zeigen Sie mir doch mal die Stelle. Nein, das möchte nicht gehen, ohne dass ich rot werde, wenn ich Ihnen damit ins Gesicht schauen soll. Möchten Sie nicht lieber einen Herrn Doktor rufen? Seien Sie doch nicht so komisch. Sie werden merken, was ich für hübsche, zarte Hände habe. Schwester Franzi, Narkose. So, und jetzt drehen Sie mir ganz lieb Ihr Gesicht zu. Zählen. Laut zählen. 1, 2, 3, 4. Siehst du jetzt, was ich für hübsche, zarte, weiße Hände habe? Ich weiß nicht, aber ich bin so komisch. Tupfer. Tupfer, Tupfer. Eine Bauchlage. Bauchlage! Messer. Schere. Da ist sie. Nein! Haben Sie aber böse mitgespielt, Kamerad, was? Aber eine Verwundung, was man zu Hause herzeigen kann, ist was Großes. Ein abgeschossenes Bein, ein abgerissener Arm. Die werden Sie hochrufen in der Heimat.
Aber ich kann meine Verwundung nicht herzeigen. Ich kann doch meinen Arsch nicht in der Schlinge tragen. Mit mir wird keiner Mitleid haben. Mich werden sie nur auslachen. Ja, na gut, so. Sind wir wieder bei Bewusstsein? Ich habe Ihnen zum Andenken was mitgebracht. Hier, Ihre rausgeschnippelte Kuchen. Sie hält. Den Hintern haben Sie ihm geschossen, aber recht hat er. Ja, ja. Wär's schneller gelaufen, dann hätte der Russ nicht am Arsch gekriegt, du Trottel. Mit solchen Hosenscheißer sollen wir einen Krieg gewinnen. Na, aber was versteht's denn ihr schon vom Krieg? Schaut sich doch die Kugel an. Das ist eine österreichische Kugel und keine andere. Beim Stürmen habe ich sie in den Hintern gekriegt, nicht beim Davonlaufen. Jetzt möchte ich wissen, wie das Ding da hinten reingekommen ist. Hast vielleicht aus Versehen beim Scheißen dich aufs eigene Gewehr gesetzt, hä? Im Krieg passieren Sachen, was überhaupt niemand erklären kann, im Krieg. Das war schon immer so. Ein Urgroßvetter von mir, er war Korporal beim Feldmarschall Wallenstein, der, was in Wirklichkeit Waldstein geheißen hat. Da ist noch ein Garten, ist unter Maratschin, der Waldsteingarten. Und dort hat ein Urgroßvetter von mir, Josef, geheißen. So, Marsch in die Betten und Ruhe jetzt. Knipst das Licht aus. Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, mein Gutster? Von 10 Kugeln, die wir hier ausschnippeln, stammen mindestens 2 aus unseren eigenen Waffen. Es wird langsam ein bisschen viel mit den Selbstverstümmelungen, weiß Gott. Ach, im Grunde sind doch alle arme Teufel. Und es gehört auch Mut dazu, sich eine Kugel ins Bein zu schießen. Oder sonst wohin. Das ist jedem Einzelnen seine Sache. Aber unsere Sache wär's, solche Brüder zu melden. Wir sind Soldaten. Und Ärzte. Und keine Spitzel. Aber uns kriechen sie an der Hammelbeine, wenn's rauskommt. Ist doch klar, wie Klosbrühe, ne? Ich hab doch eine Sau. Jetzt hab ich den Schweg endlich dran gekriegt. Ich gratuliere Ihnen, Herr Brettschneider. Das gibt eine Beförderung. Prost. Das Corpus Delicti? Habe ich Ihnen gleich mitgebracht. Ja, um Himmels Willen, was machen Sie hier? Ist Ihnen nicht gut? So gut waren wir noch nie, mein Schätzchen. Mir fehlt nur eins. Gib mir ein Küsschen, du fesche Kuh. Ja, und mach du Frühstück. Ach, Pusse. Gott, verdammt schon mal los. Hilfe! Komm her, Pusse. Na, wollt. Ja, wie ist die Schottelude? Was hat er denn? Hanfe hat er. Jesus Maria, Kamerad, reck dich nicht auf. Sie wollen dir nichts Böses, sie wollen dir doch nur helfen. Schau, was sich da entwickelt.
Das ist Dr. Herr Brettschneider von der Kriminalpolizei in Prag. Er hat überhaupt keine Verwundung am Kopf. Der ist ja ein Spitzel, ein ganz gemeiner Spitzel ist der. Gestehst du Lump oder ich hau dann in die Goschen. Ein Loch in den Kopf kannst du kriegen, damit du weißt, wofür du den verbannt hast. Schwieg, alter Freund, steh mir bei. Du weißt doch noch, wie wir Bruderschaft getrunken haben damals in Köln, als du mir die Hundel verkauft hast. Ich bin unschuldig, sie werden mich umbringen. Das musst du erst beweisen, du Lump. Wie kann ich denn das, wenn du mich umbringst? Also bitte. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass es früher so gewesen ist. Die Herren Angeklagten, die haben müssen auf glühenden Eisen gehen und haben müssen flüssiges Blei trinken, damit sich herausstellt, ob sie schuldig sind oder nicht. Und wenn sie nicht gestanden haben, hat man sie auf Leitern so hinaufgespannt und hat sie so gestreckt, immer weiter gestreckt, bis es gekracht hat. Und mit brennenden Fackeln hat man sie so in die Seite hineingebracht. Und wenn sie nicht haben gestehen wollen, hat man sie in wasserdichte Säcke hineingegeben und hat sie in die Moldau geschmissen. Dann hat man sie herausgefischt, wenn sie ersoffen waren, und hat sie im Museum aufgestellt, so wie sie es mit dem heiligen Nepomuk gemacht haben. Also wenn damals einer nur in den Hungerturm gekommen ist, na, der war ja wie neu geboren. Achtung! Sanitätsgefreiter, lassen Sie den Mann los. Und ihr anderen, schert euch in die Klappe. Aber ein bisschen Dalli, wenn ich bitten darf. Es tut mir sehr leid, Herr Brettschneider, dass ich mich mit Ihnen nicht weiter unterhalten kann. Man findet selten einen so intelligenten Partner zum Gespräch, wie Sie einer sind. Du wirst noch von mir hören. Verlass dich drauf. Eine Verehrung. Du, man darf die Speckscheiben nicht so anbrauchen. Schleiß dich vom Herd und schneid mir die Zwiebel! Unsere Herren Offiziere, die fressen sich mit der ganzen Alanika, ganze Schweindel. Und was hab ich gestern Mittag gehabt? Ein Haar voller Reis. Da hat man sich ja ein 6-Wochen-Kind ins Bettel ausgackt. Es möchte noch gerne eine halbe Stunde dauern, Herr Leutnant. Ich wette, du hast dir schon wieder was davon gestohlen. Also ich schrie mir kein Schweinenes nicht an, Herr Leutnant, weil ich glaube nämlich an Seelenwanderung. Verlockt. Ja, es muss etwas Wahres dran sein an der Seelenwanderung. Denn jeder, der beim Militär Sternen tragt, der schimpft die Soldaten entweder Meerschwein oder überhaupt mit einem Tiernamen. Demnach sollte man meinen, dass die gemeinen Soldaten vor 1000 Jahren irgendwelche berühmten Heerführer waren. Im Krieg ist das mit der Seelenwanderung überhaupt eine verflixte Sache. Wer weiß, wie viele Verwandlungen ein Mensch durchmachen muss, bevor er Telefonist oder Koch oder Infanterist wird. Und da sitzt zum Beispiel so ein General in aller Ruhe im Hinterland vor seiner Karte, kommt eine verirrte Kugel, bang, weg ist er. Seine Seele fährt in ein Pferd, das Pferd steigt auf eine Mine und schon fliegt die Seele, was weiß ich, in eine Kuh. Die Kuh kommt zum Tran, wird geschlachtet und kommt in Form von Gulasch in einen verfressenen Müller, der irrtümlicherweise auch eingezogen wurde. Komm ins Ballon, ich brauche Ihre Aussage, das ist der da. Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ein ungarisches Regiment infolge mangelhafter Verständigung auf unser vorgehendes Sturmbataillon geschossen hat. Zum Glück schossen sie schlecht. Aber unsere Begleitbatterie hat natürlich prompt zurückgeschossen und den ungarischen Kameraden und ihren dahinterliegenden Deutschmeistern Verluste zugefügt. Was nicht gerade der Waffenbrüderschaft beigetragen hat. Denn die Deutschmeister haben daraufhin
auf ein bosnisches Regiment geschossen und die Russen haben zugesehen und sich gefreut, wie sich die Völker Österreichs jenseitig massakrieren. Na, wir haben ja auch dann die Russen massakriert, als wir sie dank dieses Schlamassels überrascht und von der Flanke her aufgerollt haben. So hatten wir den Sieg und sie die Verluste. Das war eine teuflische Situation, meine Herren. Ja. Ja, wir trauen den Ungarn sowieso alles zu, aber das kann Ihnen bei uns nicht passieren. Oh, ich danke Ihnen für dieses Wort, Herr Kamerad. Also, auf unsere tapferen Verbündeten, auf gute Zusammenarbeit mit unseren österreichischen Kameraden. Prost! Na, Donnerwetter, Donnerwetter, das ist ja fulminant, fulminant, ja großartig. Und jetzt erzähl mir, wie du unter Lebensgefahr den verwundeten Schweg aus dem feindlichen Feuer zurückgeschleppt hast. Mhm. Naja, also das war so. Wie wir aus diesem Granatenloch herausgekrochen sind. Da schoss der Feind aus allen Rohren, aber ein Ausfall unserer Krieger und ein Bajonettangriff war das Werk eines Augenblicks. Der Feind, vom Feind war nichts mehr zu sehen. Natürlich nicht, es war nichts mehr zu sehen, denn der Feind flüchtet in panischer Angst, stürzt kopfüber in den eigenen Schützengraben, aber wir stechen gnadenlos mit dem Bajonett auf ihn. Na, so weit ist es ja gar nicht gekommen. Der Schweig. Ja, natürlich der Schweig. Der Schweig und du, ihr beide mit dem Kampfgetümmel. Da kommt eine Granate und reißt dem Kameraden beide Beine weg. Ein Kugel? Aber der unerschrockene Soldat Ballon trägt den Verwundeten auf seinen starken Armen aus dem feindlichen Feuer. Jesus Maria! Was für ein Ruhmesblatt in unserer Regimentsgeschichte. Ich werde es übertiteln: Eine Kugel kam geflogen. Gestatten, Herr Feldwebel, wissen Sie, warum wir da angetreten sind? Müssen wir wieder ausrichten? Halt's mal! Das ist bei jeder Hinrichtung so. Man verliest das Todesurteil vor angetretenem Karree. Der Heldentod bleibt keinem von uns erspart. Hab Acht! Kompanie, recht schaut! Melde Herrn Oberleutnant, Kompanie wie befohlen angetreten. Danke. Kameraden! Unsere Kompanie hat die Feuertaufe bestanden. Jeder einzelne von euch hat seine Pflicht getan. Und so ist es uns gelungen, den Feind zurückzuschlagen. Dieser Tag wird in die Geschichte der 91er eingehen. Nicht zuletzt dank der Heldentat eines Einzelnen aus euren Reihen. Infanterist Ballon, vortreten. In Anbetracht ihres heldenhaften Opfermutes, mit dem sie einen verwundeten Kameraden trotz schwerem Feuer hinter unseren Linien gerettet haben, wird ihnen die kleine silberne Tapferkeitsmedaille verliehen. Gratuliere zur Heldentat. Zurücktreten. Seine Majestät, unser allergnädigster Kaiser, er lebe hoch! 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 Siehst du, ich habe einen Helden aus dir gemacht. Aber jetzt musst du besonders vorsichtig sein, weil auf die mit den Tapferkeitsmedaillen, da schießen sie immer zuerst. Jetzt erwarte ich von dir, dass du dich für jede Patrouille freiwillig meldest. Ja, so wie der einjährig freiwillige Skoda-Check. Der hat 15 Gefangene gemacht und bei der Übergabe hat ihn eine Granate zerrissen. Ja, vielleicht wartet auf dich auch so eine glänzende Zukunft. Prost. Ich scheiße euch auf eure ganze Silberne.
Ich möchte nach Hause ins Bett zu meiner Alten. Der ganze Krieg kann mich am Arsch retten. Das ist ja der Schweig! Ich denke, die hat beide Beine abgerissen. Mein Gott, der Schweig ist wieder da. Na, das freut mich. Das freut mich, dass herrlich so viele von euch noch leben. Der dicke Ballon hat die kleine Silberne bekommen. Ich hab gedacht, du bist tot und er vergeht nicht. Bist du denn schon geheilt? Warst du im Feldlazarett? Warum haben sie dich denn nicht heimgeschickt? Wo hast du denn dich getroffen? Ich hab's nicht wollen, Freund. Wird ja noch am Stock. Ich hab so Angst, dass es aufkommen möchte, dass ich dich angeschossen hab. Hab keine Angst. Na komm, hab keine setz dich. Kein Soldat soll sich vor irgendetwas fürchten. Erzähl. Da müsst ihr doch Heimaturlaub kriegen. Habt ihr eine Sau gehabt? Nimm du sie. Mir möchte sie nur Unglück bringen. So was kann einem leicht widerfahren. So wie das dem Dings gegangen ist, dem Tischlermeister Mritschko in der Werragasse. Der hat die große silberne Tapferkeitsmedaille bekommen, weil er der Erste war, der was bei seinem Regiment den Haxen abgerissen hat. Und er hat ein künstliches Bein bekommen. Und auf das künstliche Bein und auf die Medaille war er so stolz, dass er herumgeprahlt hat und sich geprotzt hat. Und in die Weinberge hat er angefangen, einen Streit zu machen mit den Fleischhauergesellen. Und die haben so eine Wut gekriegt, dass sie ihm den künstlichen Haxen ausgerissen haben und ihm an Schädel geschlagen haben. Darauf möchte sich der Magen umdrehen. Aber der, der was ihm das künstliche Bein ausgerissen hat, der hat ja nicht gewusst, dass es ein künstliches Bein war. Und ist in Ohnmacht gefallen. Aber unser Mritschko hat so eine Wut bekommen auf die Tapferkeitsmedaille, dass er sie ins Versatzamt getragen hat. Und dort hat ihn sofort jemand mit der Medaille mitgenommen. Also ich möchte nicht solche Scherereien haben. Na, schick's doch deine Alten. Ja, damit sie glaubt, dass ich im Krieg gefallen bin, nicht? Ja. Es ist meistens kein Jux, wenn jemand so eine Medaille zugeschickt bekommt, mit der Aufforderung, sie an einem bedeutenden Ort aufzuhängen. Bei uns im Haus, da war so ein aufgeregter Vater, der hat so eine Medaille bekommen, mit der Aufforderung, und dann hat er sie in Abort gehängt. Und der Polizist, der was mit ihm den Abort teilt, der hat ihn angezeigt. Und der arme Kerl hat nicht nur seinen Sohn verloren, sondern in dieser gottverfluchten Medaille haben sie ihn noch hingerichtet. Da erkennt man, wie leicht Glück und Glas bricht. Es gibt nämlich überhaupt keine Helden, sondern nur Schlachtvieh und Fleischer in den Generalstäben. Aber eines Tages werden sie meutern. Alle! Und das wird eine hübsche Schweinerei werden. Es lebe die Armee! Was gibt's denn? Melde gehorsamst, Order vom Divisionskommando. An Oberleutnant Lukasch. Danke. Schweig. 6 Wochen Heimaturlaub. Zur Genesung. Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, dass es mich verdrießen möchte, dass die Kompanie so lange auf meine Dienste verzichten müsste. Schweig, überleg dir das genau. Die meisten möchten am liebsten gar nicht wieder an die Front zurückgehen. Herr Oberleutnant, ich weiß nicht, was ich mit mir zu Hause anfangen soll. Lass dir nur nicht einfallen zu heiraten, damit sich deine Blödheit nicht auch noch vererbt. Melde was auf der Feldbewegung, dass daraus nichts wird. Ich habe kein Glück mit den Mädeln. Seinerzeit in Nischek habe ich eine gewisse Carla Wodnan kennengelernt und die hat mir sehr gut gefallen. Und wir sind hinausgegangen zum Teich und haben uns dann auf eine Mauer gesetzt und es ist Abend geworden. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mich gern hat. Na, was hat sie gesagt? Melde gehorsamst, es ist Abend geworden und die Vögel haben gezwitschert. Und das Abendrot ist heraufgestiegen. Dann hat sie mir mit einem grässlichen Lachen gesagt, dass sie mich so gern hat.
wie einen Strohhalm im Arsch. Was ist los? Wenn der Oberleutnant, dass wir 30 Kisten Munition vom Regiment bringen. Und dann haben wir noch einen Arretierungsbefehl. Schweg Josef, Kompanieordonnanz bei Oberleutnant Lukas, soll vorgeführt werden. Und warum? Davon steht nichts im Papier. Du Rindviech, was hast denn jetzt wieder angestellt? Melde Gehorsamst, Oberleutnant, dass es schon wieder ein Irrtum sein muss. Ich hau dir einmal um die Ohr, dass du gar kein Kopf ist, ein Eimer. Weißt du, dass ich dich schon am Galgen sehe? Nein, Gehorsamst, Oberleutnant, das nein. Der Oberleutnant hat davon noch nichts erwähnt. Abführen. Also, geh mal. Verbinden Sie mich mit dem Oberst Schröder vom Regiment. Ich muss wissen, was Sie jetzt dem Schweg anhängen. Ja, Regiment, Herr Oberst Schröder. Fort nur lauter Verhöre und nichts schaut dabei raus. Sie verbrauchen ein Stoß Papier? Das Gericht bekommt man nicht einmal zu sehen. Man verfault hinter Gittern. Kruzifix am blöden Weltweg habe ich noch nicht gesehen. Na, ich bin ganz zufrieden. Wie ich seinerzeit aktiv gedient habe, da hat unser Feldwebel Scholperer gesagt, der Soldat soll seine Pflicht nicht vergessen und hat dir dabei einig was Maul gehauen, dass du dein Leben lang dran gedacht hast. Oder der Oberleutnant Kreiser, der hat gesagt, ein Soldat muss eine seelische Abhärtung haben. Weil Soldaten sind überhaupt nur Rindviecher, sind sie, was der Staat vollstopft mit Kaffee und Fressen und mit Tabak. Und dafür müssen die ziehen wie die Ochs. Bis du bei dem Auditor sein wirst, so irre dich nicht und sag immer wieder dasselbe wie das letzte Mal beim Verhör, dass du nicht in eine Schlamastik kommst. Aber was ist denn dabei, vor so einem blöden Divisionsgericht zu sein? Wie ich aktiv gedient habe, da war bei uns auch aktiv ein gewisser Lehrer Herald. Ja. Und der hat gesagt, in Prag, im Museum, ist ein Buch mit dem Militärstrafvollzug von der Maria Theresia. Da hat jede Division einen eigenen Scharfrichter gehabt. Und der Scharfrichter hat für jede Hinrichtung an einem Soldaten einen maritheresianischen Taler bekommen. Und ein Scharfrichter hat manchmal bis zu 5 Taler im Tag verdient. Wie ich in Serbien war, haben sich manche bei unserer Brigade bereit erklärt, die Komitatsche für Zigaretten zu hängen. Wenn ein Soldat einen Mann gehängt hat, hat er 10 Stück bekommen. Für eine Frau und für ein Kind 5. Dann hat die Intendantur zu sporen angefangen und sie haben massenweise erschossen. Mit serbischer Beutemunition. Wenn du mir jetzt nicht sofort die Wahrheit sagst, dann zerhau ich dir dein Maul, zerrostfahrt! Ich zertrete dich zu Erde, Fregatsch, ich gebe das Narren zu fressen! Hör ich jetzt endlich, was mit dem Schweg geschehen ist? Melde Gehorsamst. Ich bin gestolpert und da habe ich den Schweg in den Hintern geschossen. Melde Gehorsamst, Herr Oberleutnant, dass ich ihm das glaube. Bei der letzten Übung mit blinden Patronen hat er seinem Nachbarn fast ein Auge herausgeschossen. So habe ich ihm den Herrn Oberleutnant aus Putzbleck ausgesucht. Ich habe gewusst, wenn ich ihm eine Flinte in die Hand geben täte, möchte er noch ein Unglück anstellen. Und sowas kriegt als Erster in der Kompanie die Tapferkeitsmedaille. Und deinem Kameraden, den Schweg, den wird man wegen Selbstverstümmelung aufhängen. Hast du daran gedacht, du Meerschwein, du? Wir haben ja ausgemacht, dass niemand was sagt, damit es nicht aufkommt. Wir fahren sofort zur Division. Den Ballon stellen Sie unter Arrest. Wir werden ihn dann als Zeugen dort vorführen.
Also ich glaube, Herr Gefreiter, Ihnen muss ein schrecklicher Schicksalsschlag getroffen haben, dass Ihnen so die Welt verschlagen hat. Also, ich kenne viele traurige Gefreite, aber so ein Unglück Gottes, nehmen Sie es mir nicht übel und sind Sie mir nicht böse, aber so ein Unglück Gottes ist mir in meinem Leben noch nicht vorgekommen. Halt's Maul! Vielleicht sagen Sie mir, was Sie bedrückt. Vielleicht kann ich Ihnen helfen und raten. Weil ein Soldat, der was arretiert ist, der hat doch immer mehr Erfahrung, als wie der, was ihn bewachen tut. Oder Herr Gefreiter, Sie erzählen mir ein bisschen was aus Ihrem Leben. Wie es bei Ihnen zu Hause ausschaut, ob da ein Teich ist oder eine Ruine von einer Burg. Und was sich für eine Sage drum rankt. Jetzt habe ich schon genug. Und da können Sie vom Glück sagen. Es gibt ja nicht viele Menschen, die von sich behaupten können, dass sie schon genug haben. Herr Gefreiter, würden Sie mir gestatten zu urinieren? Das könnte so passen, hier dein Wasser abzuschlagen. Na gut, aber das müsste es mal schriftlich geben, damit man weiß, wer an diesem Unglück schuld ist. Weil darauf gibt es ein Gesetz, Herr Gefreiter. Bitte, Herr Oberst, gehorsamst du meinen Augenblick Gehör. Sie wissen also schon, dass Ihre Ordonnanz, der Schweg, verhaftet ist und aller Wahrscheinlichkeit nach dem Divisionsgericht eingeliefert werden wird? Jawohl, Herr Oberst, das ist der Grund meines Hierseins. Ich möchte das verhindern. Wir wissen doch beide, was für ein feines Früchterl dieser Schweg ist. Ein Kamerad, der Ballon, Infanterist, hat gesagt, dass er den Schweg angeschossen hat. Gehen Sie uns doch auf. Diese Tschechen sind eine Saubande. Jeder lügt wie gedruckt. Herr Oberst, ich bin selbst Tschech. Was exaltierst du dich, Kamerad? Ich habe selbstverständlich nur von den gemeinen Leuten gesprochen. Ich kann es einfach nicht glauben, dass einer sich selbst mit den Gewehren den Hintern schießen kann. So. Na, dein Schweg hat schon ganz andere Sachen fertiggebracht. Bitte, Herr Oberst, dann soll uns das zeigen. Früher glaube ich es nicht. Also bitte. So viel Schererei wegen einem Falotten, der doch am Bein hinten wird. Mach endlich das Maul auf, du Frosch. Von dir will ich wissen, wie es war. War's, wie es war? Irgendwie war's. Denn noch nie war's, dass nicht irgendwie war. Kann sein, dass du deswegen unterm Galgen gehen musst. Also los, red schon. Wie ist die Kugel in deinen Hintern gekommen? Mancher hält für seine Majestät den Kaiser den Kopf hin und mancher den Hintern. Meldung aus dem Oberleutnant, der Schweig! Schweig. Sag mal, weißt du, warum du vor das Kriegsgericht kommst? Meldung aus dem Oberst, das Nein. Weil du dich selber in den Hintern geschossen hast, um in die Heimat zu kommen, du Lump. Weil du deinem Kaiser den Eid gebrochen hast. Weil du ein ehrloser Verräter bist. Jetzt halte es nicht mehr aus. Mir ist der Schuss losgegangen. Mit ihm, weil ich bin gestolpert, ich bin im Gefechte, ich bin Stacheldraht. Red weiter nichts auf. Jede Aufregung schadet der Gesundheit. Und jetzt im Krieg kann seine Majestät keine Krepieren brauchen. Eine hübsche Kompanie haben sie. 10 Tage verschärften Arrest. Schweig, zeig uns jetzt, wie man sich selber mit dem Gewehr hinten hineinschießt. Melde gehorsamst, Oberleutnant, dass ich's nicht vermächt. Weil ich möchte für seine Majestät den Kaiser den Kopf hinhalten und alle anderen Gliedmaßen, bis dass es mich zerreißt. Nehmen Sie Ihre 2 Trottel mit, Herr Oberleutnant. Und euch möchte ich nicht mehr sehen, außer auf der Gefallenenliste.
Eine Gewehrkugel. Na und? Was soll's? Aus einem K&K-Infanteriegewehr, bitte zu beachten. Und was ist daran das Besondere? Sie wurde aus einem tschechischen Hintern herausgeschnitten. Na, Sie waren im Lazarett. Kennen das Subjekt? Ein gewisser Schweg Josef, wenn Ihnen der Name etwas sagt. Was ist mit ihm? Oh, ich bin schon lange hinter ihm her. Aber jetzt geht's ihm endgültig an dem Kragen. In Arrest habe ich ihn auch schon einmal gebracht, den tschechischen Hochverräter. Aber jetzt ist er endgültig erledigt. Na klar, wir werden ihn wegen Selbstverstümmelung anzeigen. Schon geschehen. Die Anzeige liegt schon bei seinem Regiment. Und das ist alles, was Sie bei Ihren Recherchen herausbekommen haben? Alles? Entschuldigen Sie, ich bin froh, dass ich selber mit heiler Haut davongekommen bin. Was steht denn auf Selbstverstümmelung? Da wird kurzer Prozess gemacht, Standgericht, Strick um den Hals, ruckzuck. Ruckzuck? Das ist sehr gut. Dann ist er schon erledigt. Aber vergessen Sie nicht, die Sachen des Hochverräters zu beschlagnahmen. Vielleicht finden sich Hinweise auf Komplizen. Sie können sich auf mich verlassen. Beeilt euch, Leute! In 5 Minuten fahren wir ab. Beeilt euch! Na, rein mit dem Auge. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Danke Ihnen, Schwester, danke Ihnen. Immer schön vorsichtig. Na, wie soll, wer tut schon noch? Kovarczyk, das Ventil ist jetzt dicht. Die Leitung auch. Lass mal nur verklemmen. Setzen Sie sich nur fest auf mich, ich weiß nicht. Ich bin auch nicht das Glas. Nein, da kann man schon eher sagen, aus Zucker. Nun, Schwester Frieda, hoppla, rein mit dir. Und nun wir. Signal hat gewechselt. Fahren wir pinklich ab. Ja, bestimmt, sind gleich drin die Letzten. Danke. Und seid vorsichtig beim Anfahren. Fertig? Fertig, Abfahrt. Na, fährt Ihnen auch. Prag? 200 bis 300 Kilometer, denke ich. Du glaubst also, dass heuer nicht Schluss sein wird? Es hat schon längere Kriege gegeben. Die Menschheit hat diese Kriege alle verdient. Was meinst du? Wie lange wird der Krieg noch dauern? Noch 15 Jahre. Es hat schon mal einen 30-jährigen Krieg gegeben. Und jetzt sind wir um die Hälfte gescheiter geworden und die Hälfte von 30 ist 15. Ja. Der Himmel straft uns heute. Der liebe Herrgott will es auch nicht mit ansehen, wie die Menschen immer mehr und mehr hochnäsig werden. Ja, das trifft. Also da hast du ganz recht. Zum Beispiel der alte Fürst Schwarzenberg, der war so ein legerer Herr und ist gefahren mit einem Wagen mit 2 Pferden. Und der Junge, der Rotzbub, der stinkt vor lauter Automobil. Aber der liebe Gott wird ihm schon den Benzin um die Guschen schmieren, wird er. Ich komm ja schon. Ja, Jesus, Marian Josef, der Herr Schweig. Grüß Sie Gott, Frau Miller. Ich hätte nie geglaubt, dass ich Ihnen einmal noch lebend wiedersehen möchte. Nee. Sind Sie verwundet? Ja. Hab ich Ihnen auch nicht wehgetan? Nein, nein. Da hätten sie mir schon ganz woanders ein Pussy hingemissen. Josef, lass dich anschauen. Sind's vorsichtig, Fräulein Marie? Man hat ihm eins aufgeschossen. Wo? Ich möchte es dir gern zeigen, komm. Ja, das ist nicht mehr Ihr Zimmer, gnä Herr. Da schläft jetzt das Fräulein Marie. Frau Miller, der Herr Doktor hat gesagt, ich soll mich so oft als möglich niederlegen. In diesen schweren Zeiten müssen wir alle ein bisschen zusammenrücken, Frau Miller. Na komm schon. Hm.
denn da? Polizei, machen Sie auf. Guten Abend. Hier hat doch ein gewisser Josef Schweck gewohnt. Ja, das schon. Zeigen Sie mir sein Zimmer. Das werde ich nicht tun. Ja, dann werde ich Sie arretieren, weil Sie diesem Lumpen Unterschlupf gewährt haben. Ich habe es weitervermietet, weil auf der Gnäher... Jetzt sagen Sie nicht näher zu dem Verloten. Man hat ihm übrigens wegen Hochverrat und Feigheit vor dem Feind aufgehängt. Wünsche einen schönen guten Abend, Herr von Brettschneider.